Genossinnen und Genossen, ihr habt gehört, ich komme aus Sachsen-Anhalt, nicht als Landesschatzmeister, da habt ihr einen besseren, auch nicht als Wahlkampfchef, da habt ihr einen besseren, aber eins habt ihr nicht, einen Landesschatzmeister, der gleichzeitig Wahlkampfchef ist. Das haben wir. Ich will mit euch ein bisschen über die Gemeinsamkeiten und die Differenzen zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt reden. Ich fange mal mit einer Gemeinsamkeit an, die uns beide betrüben wird. Ihr habt 4 Direktmandate verloren bei der Bundestagswahl, wir haben 5 Direktmandate verloren. Und wie das so immer ist nach Wahlen, da kommen dann Menschen mit mehr oder weniger klugen Analysen, die man hier alle nicht nachvollziehen kann. Jetzt sage ich euch aber auch noch die Differenz dazu. Ihr seid eine Regierung, wir sind zurzeit knallharte Opposition. Es kann also nicht allein damit erklärt werden, dass sich also Landesverbände oder die Partei so oder so verhält. Wir müssen da wesentlich tiefer rein, das werden wir in 5 Minuten nicht schaffen. Ich will bloß noch eins dazu sagen. Wir hatten in unserer sogenannten Großen Koalition in Sachsen-Anhalt das Bemühen, weitere Einsparungen vor allem im Bereich Kultur und Bildung vorzunehmen. Das ist dann im Mai, Juni, also im Sommer, kulminiert. Es gab Massenproteste, vor allen Dingen in den beiden großen Städten, Halle und Magdeburg. Die Studierenden haben protestiert, die Kulturschaffenden haben protestiert. Wir hatten auf unserem Landesparteitag in der letzten Woche die Theaterintendanten zu Gast, die also auch nochmal den Protest der Kulturschaffenden in unseren Landesparteitag getragen haben. Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass sich das irgendwo auswirkt. Es hat sich nicht ausgewirkt. Es hat sich nicht ausgewirkt für den Ministerpräsidenten. Und was noch verwunderlicher ist, wenn man glaubt, dass Bundes- und Landespolitik bei Bundestagswahlen so eng zusammenspielen, wie es manchmal erklärt wird. Es hat sich auch nicht für den Finanzminister der SPD ausgewirkt. Ausgerechnet in diesen beiden großen Städten hat die SPD deutlich zugelegt mit einer solchen Politik. Deshalb sage ich euch, wir müssen dort viel tiefer in die Analyse rein und wir müssen dort versuchen, möglichst langfristig neue Optionen, neue programmatische Ansätze und neue strategische Bündnisse aufbauen. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Wir hatten vorige Woche Landesparteitag. War also auch ganz angenehm nach der Bundestagswahl. Wir haben eine ähnliche Einschätzung zu dem Bundestagswahlergebnis wie ihr. Wir sind natürlich traurig über die 5 verlorenen Direktmandate. Wir sind auch nicht zufrieden auf unterschiedlichem Level mit dem Zweitstimmenergebnis. Aber ich muss euch trotzdem eins sagen, dieser Landesverband hat wie alle anderen Landesverbände auch in diesem Wahlkampf gekämpft wie fast noch nie. Alle Direktkandidatinnen und Kandidaten haben gesagt, das war der härteste, das war der engagierteste und das war vor allem der längste Wahlkampf. Und wir haben auf großen Zuspruch getroffen. Aber der große Zuspruch hat sich nicht ausgezahlt. Und es dürfte bei euch auch so gewesen sein. Das heißt also, wir stehen einer relativ schweigenden Mehrheit gegenüber, einer schweigenden Mehrheit, die mit dem diffusen Versprechen der Bundeskanzlerin, sie vernünftig durch die Krise geführt zu haben, leben kann und deshalb also auch keine gesellschaftlichen Veränderungen herbeiführen will. Einen solchen Prozess muss man langfristig vorbereiten. Wir hatten 2011 nach unserer Landtagswahl die Chance, mit Rot-Rot-Grün die CDU abzulösen. Die SPD hat sich dem verweigert. Aus dem einfachen Grund, weil die SPD nicht wollte, dass die Linke die führende Kraft in dieser Koalition ist, gibt natürlich auch bundespolitische Gründe. In genau derselben Situation sind wir jetzt auch auf Bundesebene. Wir müssen damit einfach leben, dass die SPD zurzeit nicht bereit ist. Aber ich muss euch auch sagen, auch wir sind nicht bereit. Also wenn ich Sigmar Gabriel wäre, ich würde doch durchzählen. Ich würde die Bundestagsfraktion nehmen, ich würde durchzählen, würde sagen, okay, das ist eine Mehrheit, die ist ja fragil, mit so einer Mehrheit muss man nicht unbedingt regieren. Das heißt also, auch unsere Angebote müssen über das hinausgehen, was wir an Personal haben, was wir an Botschaften haben. Wir brauchen auch tatsächlich strategische Optionen, mit denen wir verhandeln können. Das haben wir auf unserem Parteitag vorbereitet. Wir wollen uns also auf die Landtagswahl 2016 nach einem 2 Jahren, würde ich mal sagen, sehr eingefrosteten Verhältnis zur SPD etwas anders einstellen. Und dann gab es natürlich auch die anderen Anträge. Die anderen Anträge lauteten, man muss Rot-Rot und Rot-Rot-Grün für heute und für immer und für ewig ausschließen, weil ich kann die ganzen Gründe aufzählen, ich verzichte drauf, ich bleibe nur bei dem Verrätersatz. Die SPD hat uns schon immer verraten. Wer so herangeht, wird es niemals schaffen, gesellschaftliche Veränderungen, die wir nicht alleine bewältigen können, herbeizuführen. An dieser Stelle müssen wir einfach mal überlegen, ob wir immer Robin Hood-Partei bleiben wollen oder ob wir uns irgendwann darauf einlassen, mit anderen gemeinsam an dieser Gesellschaft was ändern zu wollen. Und das ist unser Ziel und nichts anderes. Der Antrag hatte natürlich am Ende keine Mehrheiten. Das heißt allerdings auch für uns, dass wir
auch in unseren Wahlprogrammen ganz anders herangehen müssen. Ich schaffe das. Ganz anders herangehen müssen. Wir müssen uns tatsächlich auch vorher überlegen, wie wir reflektiert werden dann in der Gesellschaft. Ich mache es nur an einem Beispiel, da nehme ich das Bundestagswahlprogramm als Basis. Man muss über solche Dinge wie zum Beispiel eine Vermögensabgabe für Unternehmen so diskutieren, dass man nicht den Mittelstand verprellt, wie wir es gemacht haben. Und so ist das bei vielen anderen Sachen auch der Fall, auch auf Landesebene. Das stellt hohe Herausforderungen, das wollen wir machen. Ich werde schließen, nachdem ich dafür geworben habe, dass wir uns auf den rot-rot-grünen Weg machen. Der andere Weg wäre nämlich der des Überflüssigseins, den brauchen wir nicht. Ich will noch mit einer weiteren Gemeinsamkeit schließen. Sachsen-Anhalt wird gekennzeichnet durch viele Menschen, die in ländlichen Raum leben und sehr für alternative Energien sind. Sachsen-Anhalt hat aber auch viele Menschen, die von und mit der Braunkohle leben. Auch hier haben wir einen gesellschaftlichen Kompromiss auf Landesebene gefunden, ohne CO2-Verpressung. Das wollte ich euch nur nebenbei sagen. Man verabschiedet sich doch mit einem Satz, wenn man auseinandergeht, auf einen hoffentlich erfolgreichen Weg, nämlich mit dem Wort Glück auf. Ich wünsche euch für den Landtagswahlkampf viel Erfolg und ich hoffe, dass ihr 2014 die Weichen auch für uns 2016 stellt. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Achim.